Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch erstmal zu meinem Unboxing jetzt. Nachher noch Hardware-Video. Ich habe ein Paket bekommen. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ich muss nur gucken, wo das jetzt hier aufging. Ach ja. So. Und zwar von Naken, der Revolution Nummer 5 Pro. Da bin ich so heiß auf das Teil. Wir haben wieder einen PlayStation-Controller im Xbox Overlay, also Design, weil wir haben das Steuerkreuz unten, Analogstick oben. Hier ist er unten, da oben, da die Tasten, Touchpad. Ist für PS5 und PS4 kabellos und Kabel. Kann man beides machen. Ich bin schon gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nur nicht geguckt, ob der auch das haptische Feedback unterstützt. Dual Wireless. Haptisch Effekt. Der unterstützt sogar das haptische Feedback. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Und Gewichte. Das hat mir. Ich hatte ja damals schon mal eine Revolution zum Testen. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das war. Boah, das Ding, der hat wirklich ohne Scheiß, der hat so geil in der Hand gelegen. Richtig Hammer. Richtig Hammer. Dann noch Gewichte. Gewichte rein. Ich hab, dass er ein bisschen schwerer kommt. Oh, den habe ich geliebt. Der war so geil. Den hatte ich leider nur kurze Zeit zum Testen. Ja. Aber der war richtig geil. Richtig geil. Alleine nur das Feedback in der Hand, wie er in der Hand liegt und dadurch, dass man die Gewichte drin machen, dass er etwas schwerer ist, hat er sich. Der war toll. Der war richtig klasse. Aber wir wechseln jetzt erstmal in die Unboxing-Ansicht. So. Ich muss mal so machen, damit ihr den auch komplett drauf habt. Ich werde mal das wahrscheinlich noch ein bisschen höher machen. So. Der Revolution 5 für PS5 und 4 Bluetooth. Offiziell lizenziert von Naken im Xbox-Style, also Analogstick, nein. Ja, Steuerkreuz. Und hier oben, nee, beziehungsweise hier hinten, seht ihr Dual Wireless. Hat er, ja, also Bluetooth und Wireless, beides dual. Und wir haben einen Half-Effekt. Die adaptiven Trigger, die werden unterstützt. Und das Geilste ist, wir haben ja halt wieder Gewichte. Ja, das hat mir damals schon sehr gut gefallen, dass man da Gewichte reinmachen konnte. Und wir können ihn mit Kabel benutzen, aber auch ohne. So, aber jetzt nichtsdestotrotz, ich bin sehr, sehr neugierig darauf. Müssen wir erstmal auspacken. Da muss ich schon sagen, Naken macht wirklich richtig geile Controller. Ich muss nur gucken, wo wir das hier aufkriegen. Ach, hier unten. Ach, hier ist aber auch nochmal Klebeband drumherum. So. Uiu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 
So, dann haben wir hier noch mehr Schreibkram. Und hier eine schöne Tasche. Auch Nähchen hier drauf. So, jetzt hole ich euch mal wieder ein bisschen runter. Und, ach Gott. So. Vom Design her finde ich sehr schick. Auch hier schöner Gimmick, dass es hier auch am Reißverschluss Nähchen steht. Es tut nichts zur Sache, aber ich finde sowas schön. So, fangen wir mal oben an. Wir haben hier oben ein Netz. Dort befindet sich der USB-Controller. Oh, meine Tochter versucht schon wieder zu singen. Der USB-Controller, der USB-Kabel, ein sehr langer Kabel, ein sehr, sehr langer Kabel, USB-C. Gesleeved. Auch hier ist das Nähchen-Logo drauf und ein USB-Zeichen. Und auf dem kleinen ist auch das Nähchen-Logo drauf. Ja, das werdet ihr jetzt schlecht erkennen können. Da. Ja, das finde ich immer ganz cool. Ich weiß, den einen oder anderen interessiert sowas nicht, aber ich bin der Meinung, wenn ich was für teuer Geld hole oder halt mir was hole, was ich cool finde, dann sollten die das auch an diesen kleinen Teilen zeigen, wo es herkommt. Oh, ein schönes Tüchlein. Revolution 5 Pro. Packen wir mal zusammen. Und dann haben wir den Controller hier, der wirklich, wirklich sexy aussieht. Den gibt es einmal in Schwarz und wie auf dem Karton abgebildet, auch in... ach nee, ist er in Schwarz abgebildet? Mist, ich dachte, mir war so, als wenn er da schwarz-weiß abgebildet ist. Nee. Also es gibt ihn so in Schwarz und es gibt ihn natürlich im Standard Schwarz-Weiß des PlayStation-Looks. Und ich muss sagen, er hat was. Er sieht richtig fett aus. Richtig fett, also wuchtig. Wenn du jetzt hier so reinguckst, er wirkt. Hier haben wir dann die Schachtel, was auch Plaste ist. Nicht irgendwie eine Pappschachtel oder so. Die Single von meiner Tochter macht mich irre, ey. Gitarre kann sie super spielen, aber Töne kann sie nicht treffen. Josie, Ruhe! So. Und dann haben wir jetzt hier auch hier wieder gebrandet, Naken Revolution 5. Wir legen das mal kurz beiseite, machen das mal kurz auf. So. Oh. Also wenn das nicht mal Management ist. Alles drinnen, nichts flattert rum. Ja, wir haben hier ein Steuerkreuz. Aber ich glaube, das sollte hier an der Seite rein. Ich muss mal kurz gucken. Ja, das sollte, glaube ich, hier rein. Oder? Nee, das muss hier, glaube ich, so rein. Nee, doch, so rum. Oder? Ja. So. Wusste ich doch. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gewichte. Ja. Haben wir hier. Also im Prinzip drei Gewichte und das mal zwei für links und für rechts. Wir haben hier für die Analogsticks noch mal was. Wir haben hier, ist das ein externes Mikrofon? Ah, der hat kein eingebautes Mikrofon. Oh, hier ist einer rausgefallen. Ach, das ist der von hier oben. Hab mich schon gewundert, wo der hin ist. Hoppala. Kann ja mal passieren. Beim Transport.
Das ist der abgebrochen. Nee, der ist nicht abgebrochen. Aber der ist sehr locker. So, wir haben dann hier praktisch ein Adapterstück, was wir ran und ab, an und abstecken können. Ich denke mal, es ist das Mikrofon und hier haben wir dann auch noch den Stick, damit wir den halt mit der PlayStation verbinden können. Bei meinem alten, ich hatte ja schon mal ein Video zu, oder ich hatte mehrere Videos zu Naked Controllers gemacht, Controllern gemacht, ehe die Frage jetzt hier wieder aufkommt. Wenn ihr den gebraucht, kauft irgendwo oder geschenkt bekommt und irgendeiner hat den schon vorher getestet und es funktioniert damit nicht an eurer PlayStation. Oder ihr kauft ihn neu und es funktioniert nicht. Kappe ab. In die PlayStation rein. Den Knopf gedrückt halten, dass es da blinkt. Und hier die PlayStation-Taste drücken oder gedrückt halten. Das steht dann in der Anleitung. Das ist immer unterschiedlich. Meistens ist es halt gedrückt halten. Der ist jetzt natürlich leer. Und dann verbinden die sich beide wieder. Die sind wichtig. Die PlayStation ist unwichtig. Die sind wichtig, dass die verbunden sind. Aber ich denke mal, man kann das auch ohne den verbinden. Das werden wir dann noch nachlesen. So, wir haben, wie gesagt, ein Xbox-Design. Oh, der liegt, Gott, liegt der geil in der Hand. Wir haben hier unser, auch hier seht ihr ja, vom Design her ist das eindeutig Xbox-Design, weil die schmal und hier oben. Hier haben wir dann auch noch, da muss ich mal gucken, was war das jetzt? Design by Naked. Achso, das ist denn hier, kann man umschalten zwischen Kabel und Bluetooth bzw. WLAN. So. Wir haben auch eine richtige PlayStation-Taste. Alle Tasten haben einen wirklich wunderschönen Druckpunkt. Und ich mag das mit diesem großen. Das habe ich bei meinem Xbox-Controller auch. Den kann ich euch mal zeigen. Hoppala, mein Knotenstuhl. Der ist ein bisschen eingestaubt. Habe schon eine Weile kein Xbox-Spiel mehr gespielt. Wie gesagt, das ist jetzt der Originale. Dann könnt ihr mal die Unterschiede sehen. Das ist der Originale Xbox-Controller und das ist der Naked. Ich kann ja mal euch auch noch den Controller zeigen, aber nicht wundern, der hat ein Etikett dran. So, erstmal hier seht ihr, die sind, nehmen sich jetzt nicht so viel von der Größe, aber hier sieht man dann schon, dass der Naked ein Stück größer ist. Kann man das erkennen? Schlecht, würde ich sagen, war nicht wundern, das ist der ist kaputt, der hat hier Stick driften, ja. Aber von oben seht ihr das jetzt zum Beispiel. Bei PlayStation haben wir hier eher breite Tasten. Mit dem schmal zusammengehen nach unten haben wir hier auch. Aber die sind dann hier oben so ein bisschen nach oben gebeugt. Bei, deswegen Xbox Design. Beim Xbox Controller, da seht ihr das. Das sieht doch 1:1 identisch aus, oder? Ja, vom Style her. Deswegen Xbox Design. So, wir haben dann hier hinten auch noch Pedal, da und da, die wir dann separat einstellen können natürlich. Hier haben wir dann auch nochmal Bluetooth und Plus und Minus. Es könnte sein, dass das Bluetooth dann für Headset ist oder so. Da muss ich mal lesen in der Anleitung. Wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, weil ich mich da reinfuchsen wollte. Das macht so Spaß. Man muss nicht immer alles gleich vorher wissen. Man will das ja selber erkunden und testen.
Also, das sind die verschiedenen Profile wieder. Und auch, oh, wir haben das auch. Oh, guckt mal, passt mal auf. So. So weit geht die Taste rein. Seht ihr das? Und wenn ich das jetzt hier runter mache, also war unten, so, oben mache, so weit. Und wenn ich jetzt hier, geht es bis runter. Also so ist er, ist unten, hier, seht ihr das? Ist ganz unten. Ja. Und jetzt machen wir das ganz nach oben. Und dann ist der Druckpunkt wesentlich kürzer. Ist für Shooter ganz gut. Und hier können wir uns das dann natürlich noch anpassen, was hier an der Seite drauf sein soll. Ach, wir haben hier auch noch Tasten. S4, hier. Das heißt, wir können. Oh, das ist ja geil. Also von der Anordnung her sind die sehr gut. Ich versuche mal euch das zu zeigen. Wenn ihr den vernünftig in der Hand haltet. Ich halte ja meinen so. Und dann wechsle ich halt hier hin und her. Und wir sind hier hinten. Also wirklich sowas von gut hier auf der Ecke drauf. Ja, dass wir den halt so. Die Kamera will gerade nicht. Moment. Dass wir die wirklich gut benutzen können. Und wenn wir die so halten, hier. Das ist wunderbar. Richtig geil. So, hier können wir aufmachen. Hier hinten, so. Das ist wie bei den alten Nacon-Controllern. Einfach ein bisschen aufziehen. Auf der Seite auch ein bisschen aufziehen. So, und dann haben wir halt hier Gewichte. Und die sind 14 Gramm, 14 Gramm, 10 Gramm, 10 Gramm, 16 Gramm. Also 16 Gramm sind die höchsten, 20 würde ich mir auch wünschen. So, und die hauen wir jetzt hier einfach mal rein. Die sind auch ganz einfach. Einfach hier reinklicken. Ja, so. Ihr braucht nichts machen. Nur einfach rein und reinklicken. Und wenn ihr sie raus haben wollt, einfach rausnehmen. Wie ein Akku, den ihr wechselt. Ja, ganz stinknormal. Zack. Und dann nimmt ihr die Kappen. Und einfach wieder wie. Als wenn er eine Fernbedienung zumacht. Ganz normal drauf. Kein Hexenwerk. Zack, bumm. Auch hier ist gummiert. Hier ist gummiert. Der liegt wirklich fantastisch in der Hand und sieht mega sexy aus. So. Wir nehmen uns jetzt mal kurz hier die Analog-Pinöpels weg. Dass ich die euch zeigen kann. Es ist halt eigentlich so, die anderen brauche ich nicht rausnehmen, weil es die gleichen sind. Es ist so wie diese Gummipinöpel, die ihr auf dem Originalcontroller einfach oben drüber stülpen könnt. Ich bevorzuge ja diese hier mit dem Loch in der Mitte, also mit der Vertiefung, weil man da halt richtig schön drin ist. Das ist mein Liebling, ja? Der kann auch dran bleiben. Dann haben wir den noch wie vom Standard PlayStation 3 Controller mit dem Buckel oben drauf. Nee, bei der 3 war er da auch vertieft, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls hier mit keiner Vertiefung, sondern Buckel, aber angeraut. Also man hat auch hier Feedback und man rutscht nicht so schnell weg, ja? Aber ich bevorzuge halt die mit der Vertiefung. Wartet, ich muss das erstmal wegpacken, dass ich hier auch Ordnung behalte. So, und dann haben wir halt noch den dicken. Also ein bisschen Autoreifen von unten aussieht, von der Seite, seht ihr ja. Der soll wohl auch sehr gut für Shooter sein, weil er halt auch den Weg des Analogsticks halt ein bisschen verkürzt.
Habe ich schon ein paar Mal versucht. Also ich kam damit nicht so ganz klar. Aber wir wollen es ja nicht aufgeben. So. Dann haben wir aber auch hier noch. Moment, ich muss die erstmal rausholen. So. So Metallringe, falls ihr das seht. Ja? Zwei verschiedene. Einen nicht so dicken und einen etwas dickeren. Ja? Der kommt, also, oder die kommen dann hier drauf. So. Also man kann es halt weglassen. Ja, dann haben wir, geht da halt so weit rein, der Controller. Und ja, wenn wir das halt den dünnen drauf machen, geht da nicht so weit rein. Also können wir ihn begrenzen. Oder wenn wir noch mehr begrenzen wollen, ja, also geht da, ich mache das mal kurz ab, dass ihr das sehen könnt. So war er mit dem Ring und so weit geht er noch rein. Ich kann es nochmal zeigen. So. So, ich mache den mal hier komplett dran. So, seht ihr das? Der ist wirklich komplett dran. Zieh den ab. Mach mal jetzt den dünnen drauf und vom dünnen geht es immer noch ein Stück weiter. So, den dünnen ab und von hier aus immer noch ein Stück. Ja, also viele sagen, die bevorzugen das, wenn sie das halt hier den Radius. Ich zeige euch das am besten mal mit Stick, damit ihr das vielleicht versteht. So, wenn ihr den dann habt und zum Beispiel ein Rennspiel, so. Ich mach mal von oben am besten. So. Ja, und ihr wollt um eine Kurve fahren. So. Ich weiß, es ist eigentlich damit, aber stellt es euch einfach vor. So. Dann geht ihr, könnt ihr so weit mit dem Analogstick, ja? Wenn ihr dann aber natürlich, ich übertreibe gleich mal und mache den dicken drauf. So. Ihr habt den dicken drauf. Und ihr seht ja schon, denn das ist hier so und hier halt. Und ihr könnt dadurch den Weg drastisch verkürzen. Ja, der eine oder andere mag das. Ich bin mir da noch uneins. Bei manchen Spielen ja, bei manchen nein. Ich habe lieber eher komplett den kompletten Bogen, wie ich ihn haben kann. Nehme ich ihn auch gerne. Aber das ist ja jedem sein persönlicher Geschmack. Muss ich sagen. Wir können aber auch das Steuerkreuz hier, wenn ihr das nicht wollt, wie beim Xbox-Controller einfach abziehen. Ja, das ist Plastik. Ist das. Ja? Vom Styling her finde ich das sehr schön. Ja, auch hier steht Naked, glaube ich, drauf, oder? Nee. COVOC oder so. Doch, von oben nach unten Naked. Ja, bin ich doof. Von oben nach unten steht ein Naked da. Ja, und das ist dann so wie so ein Ausrufezeichen und so. Der liegt wirklich sehr gut am Daumen an. Also, ich habe es ja eben hier gerade getestet. Und wir können aber einfach auch Standard Steuerkreuz nehmen. Muss nur kurz gucken, wo wird das fest gehabt? Links, rechts. So. Einmal drehen. Na, ich mit meinen dicken Wurstpfoten wieder. So, nach. Herrgott im Himmel hier. So. Jetzt. Und dann habt ihr dann halt Steuerkreuz. Ja, und gleitet dann halt mit hier über den Controller drüber. Ich finde das, ehrlich gesagt, in der heutigen Zeit nicht mehr so pralle. Und warum sollte ich mir. Ach Mann. Wieso geht er jetzt nicht mehr lose? Die Verarbeitung ist so saugeil. So. Ah, hier haben wir denn den Angriffspunkt. Okay, gut zu wissen. So.
dann machen wir den wieder drauf. Der geht natürlich leichter ab durch den Ring, könnt ihr den einfach leichter abziehen, ist klar. Aber ich muss sagen, ich bevorzuge den. Ja, ich habe den auch auf der Xbox drauf, da sieht er vom Style her ein bisschen anders aus, da ist er vertieft. Ja. Ja, der ist wie gesagt noch nicht geputzt. So, aber hier ist er auch vertieft, aber halt nicht diese Viereckmuster, sondern halt hier. Und da kannst du bei Spielen, die das unterstützen, oder bei Street Fighter zum Beispiel, du kannst hier rüberfliegen. Das ist so geil. Ja, Touchpad ist gut. Ist glatt, man kann schnell. Also hat nichts zerriffeltet oder so. Druckpunkt ist gut. Auch der Druckpunkt von den Knöpfen ist gut. Ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch. Ja, da muss ich mich dran gewöhnen. Also, gefühlt ist ja, wenn ich jetzt so mein, weil ich ja immer mit PlayStation-Controller spiele, und ihr seht es ja hier, und dann halt so mit dem Daumen. Da ist es hier etwas höher. Da muss man sich aber erst dran gewöhnen. Aber das ist auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass man halt hier unten, dass man den bestimmt halten soll. Ja. Er liegt dadurch natürlich richtig geil in der Hand. Also die Gewicht macht's. Boah, ich liebe den. Und der ist so schön leise. Wie die Originale. Die originale Xbox-Controller, den könnt ihr vergessen. Der ist laut wie weiß ich was. Deswegen habe ich den geholt. Nur deswegen. Aber ich liebe es, dass man halt den Weg verkürzen kann. Das macht in sehr vielen Spielen, zum Beispiel bei Fortnite, ist das richtig geil. Und du brauchst nicht, so, wenn das ganz unten ist, komplett durchziehen. Ja, da geht Zeit verloren. Zack. Damit werden wir morgen auch schön Fortnite daddeln. Oh, guckt euch das an. Ach, hier sehen wir dann, welche Controllernummer wir haben. Da wird wahrscheinlich dann blau für 1, so wie bei PlayStation 4 und PlayStation 3 war. Blau 1, rot 2, grün 3, 4, keine Ahnung. Eins, zwei, drei. Und auch wieder so aus. Ja. Das ist übrigens auch so, wenn ihr einen Originalcontroller oder so einen Controller an euren Fernseher anschließt. Also an ein Gerät, was eigentlich nicht dafür gedacht war, aber es trotzdem unterstützt, weil der ist ja jetzt für die PlayStation gedacht. Wenn ihr den dann anhabt, zum Beispiel den Original PlayStation 4 oder 5 Controller, wenn ihr den am Fernseher habt, einmal PlayStation-Taste drücken, geht die an. So, jetzt geht gerade die PlayStation an. Aber nicht mehr aus. Und viele sagen sich, ja, oh, da muss ich wieder leer machen oder keine Ahnung, wie geht der aus. Einfach die PlayStation-Taste eine Weile gedrückt halten. Dann geht der Controller auch wieder aus. So, aber nichtsdestotrotz. Werde ich den jetzt hier erstmal wieder verpacken. Oh, der sieht so geil aus. Das ist so schön drin hier. Ist er nicht locker? Guck mal hier. Da wackelt eher der Tisch, als da irgendwas passiert. Richtig geil. Mit dem werden wir dann morgen schön Fortnite suchten. So. Für Hands-on soll es erstmal gewesen sein. Wir müssen uns auf jeden Fall... Nee, warte mal. Wir gucken nochmal schnell... Support Naken. Wireless Connect. Ah, hier steht es dann. Wireless Connect. Left Position Wireless. Wireless Connection. Wireless Connection. Und hier oben.
Damit können wir den Weg verkürzen. Bluetooth-Button ist auch erklärt. Natürlich. Aber da empfehle ich euch, gebe ich euch auch Brief und Siegel dafür. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Wenn es nicht jetzt, dann später. Aber ich glaube, jetzt wird schon so sein. Ihr geht auf die Naken-Seite oder beziehungsweise hier nakengaming.com. Ja, und da unten, auf, wie hier auch steht, und Support, ihr findet die Anleitung hundertprozentig in Deutsch. Hundertprozentig. Und wenn nicht, ja, Google Übersetzer habe ich in meinem Browser oben gespeichert. Der kann mir jede Seite übersetzen. Dann mache ich mir die einfach die auf und dann haue ich mir den Google Übersetzer an. Oder ihr hautet euch in Google Übersetzer, kopiertet, haut einen Google Übersetzer rein und dann könnt ihr euch auch so hervorlesen lassen und nebenbei rumspielen. Uninteressant. Auch nur Kleinkram. Auch nur Kleinkram. Ah, hier ist ein bisschen mehr. Aber auch nur wieder die technischen Sachen. So. Wie gesagt, natürlich ein ausführliches Fazit. Ich weiß nicht, wann ich das Video online schalte. Vielleicht habe ich bis dahin schon, weil ich habe ein paar gute, ich habe ja schon ein paar Videos geplant. Vielleicht habt ihr Glück und ich habe bis dahin den schon reichlich testen können, dass wir gleich am Anfang, auch am Ende, dass er dann auch noch am gleichen Tag ein Fazit oder Hardware-Check-Video bekommt. Da muss ich gucken. Ich werde den bestimmt ausgiebig jetzt testen erstmal. Und wenn euch der zu teuer ist, Naken hat ganz, ganz viele andere Controller, die preisgünstiger sind. Auch in diesem Xbox-Design für PlayStation. Auch mit einem Dingsbums. Ja, auch für PlayStation, für Xbox, für Switch, für einen PC. Also da ist für jeden was mit bei. Ja, guckt da einfach mal vorbei. Ich hau euch mal den Naken Shop, also die Naken Webseite mal rein. Da findet ihr alles, wirklich alles, was Naken so hat. Auch Stühle und was weiß ich alles. Und wie gesagt, den Amazon-Link hier werde ich dazu reinpacken. Und vielleicht, wenn bei der Support-Seite schon hierfür was angelegt ist und mit Updates und so, dann werde ich euch den direkten Link dazu auch verlinken. Dann braucht ihr da nur draufklicken. Update, bum, 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 fertig. So, nichtsdestotrotz soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.